Einen wunderschönen guten Tag, meine Lieben, und herzlich willkommen zurück zu Starfield. So, auf dem Weg nach den Schmugglern hinterher. Ja, das habe ich mir schon gedacht, dass das passieren wird, leider Gottes. Aber wirklich, ihr seid Level 12, das ist nicht so. Witzig. So. Das ist gleich ein Level höher, Mann. So. Begib dich nach Hope Town. Ja, wir fliegen so. Müssen jetzt nochmal rüber. Es war jetzt nicht so hart, Gott sei Dank. Aber die geben mittlerweile richtig viel Quetten. Ich weiß gar nicht, was ich mit dem ganzen Geld machen soll. Außer unendlich viel Munition kaufen. Je langsamer du dich bewegst, desto geringer die Wahrscheinlichkeit, dass Gegner dich hören. Mhm. Oh, guck mal. Und hier waren wir doch schon mal, oder? Ja, 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 ja. Muni. 11 mm. Alles. Danke. Verkaufen. Waffen. Zack, 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 zack. Warte, schauen pro Sekunde. Lieber mal gucken, nicht, dass wir... Ach, wir verkaufen gerade als Schildbreaker. Nee, lieber aus meinem Ding hier. What? Die scheint echt nice zu sein. Wo ist unsere Sniper? Wo haben wir unsere Sniper? Haben wir die mal verkauft? Nein, das ist die hier. Sorry, aber die ist ja 100 Milliarden mal besser. Ciao. Die kommt jetzt auf die 2, aber sowas von. Kommt weg. Das ist doch mal was. Ja, Alter, falsche Taste. Waffe. Wo ist es? Dead Eye. Die denn her? Die sieht ja mal super nice aus. Benutzt 7,5 mm. Haben wir noch gar keine. Die könnten wir eigentlich mal... Wir ballern die mal auf die 0. Da haben wir ja gar nichts. Eigentlich mal... Oder machen wir mal auf die 3. Und das hier auf die 2. Fähigkeiten sind erstaunlich. Gell? Yeah. Nice. Das nenne ich mal eine Sniper. Wie sieht 3 aus? Die sieht halt echt cool aus. Voll futuristisch. Gefällt mir gut. Muss ich ehrlich sagen. Behalt deine Wertsachen im Auge. Ja, ja. Ich hasse dieses Waffen-Level-System übrigens, dass du, umso höher du levelst, umso bessere Waffen findest du, weil das... Ich mochte auch das interessant. Noch nie. Haben die Gesetzlosen dir viel Ärger dafür gemacht? Wohl auch nicht gebaut werden. Richtig. Kein bisschen. Gut, hat sicher nicht geschadet, dass ich sie schon weich gekocht hatte. Sicher. Gutes Timing. Es ist gerade ein Kurier aus Aquila angekommen. Der Marshall lässt grüßen und schickt ein Briefing zu deinem Fall. Mhm. Ich hatte keine Ahnung, dass ein Schiff gestohlen wurde. Mir hat niemand was davon gesagt. Jedenfalls empfängt Hope uns, sobald wir bereit sind. Wenn du vorher noch was erledigen willst, nur zu. Gehen wir. Sein Büro ist oben. Er ist in einem Meeting, aber das müsste bald vorbei sein. Mhm. Komm. Folge Nia Kalu. Ich nehme an, dass der Marshall es dir schon gesagt hat, aber trotzdem. Ron Hope ist nicht nur Gründer und Präsident von Hope Tech, sondern auch Mitglied im Rat der Gouverneure. Mhm. Der Rat kontrolliert die Freestar Ranger, also mach ihn nicht wütend.
Ich habe viel Zeit investiert, um eine gute Beziehung aufzubauen. Er ist manchmal etwas schwierig. Er hat alles aufgebaut, was du hier siehst. Habe ich alles verkauft statt zu kaufen? Nee, oder? Das muss ihn gewaltig unter Druck setzen. Habe ich nicht gemacht. Was ich sagen will, behandle ihn mit etwas Respekt. Habe ich alle Muni verkauft statt zu kaufen? Habe ich das gerade echt getan? Das ist so dämlich. Ich glaube es einfach nicht. Bis ganz nach oben. Bilde ich mir das ein oder haben alle Spitzenmanager der Systeme ihr Büro im obersten Stockwerk? Ja, ist doch rein hierarchietechnisch. Überall zu stehen gibt ihnen wohl das Gefühl, nun, über allen zu stehen. Ich hätte meins aber auch im obersten Stockwerk. Können wir da rein? Ich muss Munition wieder an dem Ding kaufen, unbedingt. Unnötigen Credit ausgegeben. Naja, ich könnte Doppelschicht ohne die Fabrik. Das kostet uns zwar einiges Gehalt, aber ich denke, es lohnt sich. Und was die Teile angeht, das könnten wir outsourcen. Vielleicht ein Vertrag mit Schrottsammlern, aber die Entscheidung muss weiter oben getroffen werden. Red mit Elana wegen der Schrottsammler. Ist keine schlechte Idee, falls wir einen guten Deal kriegen. Keinen fairen Deal, sondern einen guten. Klar? Denk daran, es zählt nicht nur unser Ertrag. Wir sind auch für das Wohlergehen aller Menschen in der Fabrik verantwortlich. Wir kümmern uns um unsere Leute, Burgett. Das ist mir persönlich sehr wichtig. Verzeihung, Mr. Hope? Ah, da sind ja endlich die Freestar. Ich will ihn umbringen. Verdammt schön, dich zu sehen, Nia. Ich glaube, wir sind fertig, Burgett. Burgett. Ja, Mr. Hope. Das ist der Deputy, von dem ich erzählt habe. Großartig. Großartig. Eine noble Berufung, Freestar Ranger zu werden. Mhm. Wir könnten mehr von euch brauchen. Der steckt doch damit in der Decke. Ich bin mir absolut sicher. Was willst Legen du eigentlich? Legen wir los, ja? Zeit ist Geld. Absolut schrecklich, dass ein Schiff direkt aus unserer Fabrik gestohlen wurde. Mhm. Das muss bestraft werden. Je früher, desto besser. Ich habe dein gestohlenes Schiff auf Montara Luna gefunden. Habe ich das? Das sind tolle Neuigkeiten. Ich lasse es sofort abholen. Okay. Damit ist eure Arbeit aber natürlich nicht getan. Haben wir das da gefunden? Der Dieb muss gefunden und mit der vollen Härte des Gesetzes bestraft werden. Ich muss euch sicher nicht an meine Position im Rat der Gouverneure erinnern. Ja, Mr. Hope, auf mich ist Verlass. Schön, dass wir uns verstehen. Das ist unnötig ehrfurchtsvoll. War das etwa ironisch gemeint? Sorry, Andrea, also, Mann. Habt ihr wenigstens irgendeine Spur? Einen Hinweis. Das Schiff wurde von einer Gruppe von Männern geliefert, die eine Farm kaufen wollten. Was passiert ist, nachdem das Schiff gestohlen wurde, ist mir egal. Ich will nur dafür sorgen, dass so etwas nie wieder passieren kann. Ich weiß nicht, ob ich groß helfen kann, aber ich beantworte gerne alle Ich hasse Fragen. Den Typen, der muss sterben. Ich glaube, wir sind fertig. Gut. Dir muss eines klar sein, Deputy. Diese Stadt ist die Heimat von Männern, Frauen und Kindern, die auf Hopetech angewiesen sind. Ich biete ihnen die Jobs, die ihnen genügend Essen und ein Dach über dem Kopf sichern. Diese Verantwortung nehme ich sehr ernst. Wenn die Sache herauskommt, verlieren meine Investoren das Vertrauen und meine Arbeiter bezahlen dafür. Das darf nicht passieren. Du Drecksack. Durch eine Befragung in Hopetown hätten wir größere Chancen auf Informationen. Vielleicht hat jemand genug für eine Identifizierung gesehen. Daran hatte ich gedacht, aber am Ende war mir das Risiko zu groß. Ich zog es vor, mein Vertrauen in die Freestar Ranger zu setzen. Verstehe deine Lage. Ich hoffe es. Entschuldigung, Mr. Hope. Aber es ist dringend. Nicht jetzt, Cosette. Ich bin beschäftigt.
Aber wir haben neue Informationen. Ich habe soeben erfahren, dass das gestohlene Schiff direkt nach dem Diebstahl in Neon gelandet ist. Endlich ein Durchbruch. Tja, Deputy, wie es aussieht, fliegst du nach Neon. Und ich kann mich wieder der Arbeit widmen. Denk daran, was wir besprochen haben. Meine Leute zählen auf dich. Hey, können wir uns kurz unterhalten? Was? Kann ich ihm nicht einfach so... BAM! Lasst mich hier meine Arbeit verrichten. Ich helfe dir nicht, Menschen zu schaden. Doch, hilfst du mir. Das regt mich alle auf. Das war wichtig, tut mir leid. Ich musste einfach so typen. Andrea ist pissig auf mich. Ich muss auch echt aufpassen, was ich sage. Die ist die ganze Zeit pissig, wenn ich da irgendwas mache. Können wir uns kurz unterhalten? Ja, können wir. Jetzt geht's wieder. Es geht jetzt wieder. Das Bild hat was. Ich muss unbedingt meine Munition zurückkaufen. Ja. Das war nicht so hilfreich wie erhofft. Aber. Immerhin weißt du jetzt, wo du anfangen musst. Richtig. Das reicht mir schon als anderen Punkt. Hoffen wir es. Du fliegst also wohl nach Neon. Es gibt dort einen Ranger. Jalen Price. Er ist ein bisschen anders als wir anderen. Aber Neon ist ja auch ein bisschen anders. Richtig. JP ist alles klar. Ich brauche keine Hilfe. Es ist egal, ob du sie brauchst. In diesem Job ist es hilfreich, jede verfügbare Ressource zu nutzen. Jawohl. Lass dein Urteilsvermögen nicht durch deinen Stolz trüben. Also, wir haben beide zu arbeiten. Tschüss. Hat mich gefreut, Deputy. Danke noch. Kein Problem. Halt die Augen und Ohren offen. Ich weiß nicht, ob wir wirklich alle Infos haben. Ja, die Frage, wer dem Schiffsdieb geholfen hat, ist noch offen. Richtig. Keine Sorge. Ich sehe, was ich rauskriege. Sei vorsichtig, Neon. 11.300 Credits und Level 41, Leute. Wir sind hier raus. Wir müssen unbedingt jetzt erstmal die Muni zurückkaufen. Das machen wir als erstes. Und dann nach Neon, ey. Ja, hab ich vermisst, nach Neon zu gehen, ey. Hab ich das vermisst. Oh, schlimm. Schlimm. So, da. Gib mir meine Munition zurück. Gib sie mir wieder. Kaufen. Warum? Ich kann das nicht zurückkaufen. Ich glaub's nicht. Ich habe die ganze Scheiße Muni verkauft. Ja, ich hätte gern Munition wieder, ey. Muss ich hier hin? Ah, ne. Wie gibt dich nach Neon? Oh, Mann. Es kann auch sein, dass ich woanders verkauft habe, ohne dass ich es mitbekommen habe. Das ist halt echt Panne. Oh, wie ich Neon vermisst habe. Ich glaube, 50% unserer Spielstunden haben wir auf Neon verbracht. Ich glaube, 50% des Let's Plays hat in Neon stattgefunden. Das ist schon jeder hart. Jeder Schmuggler, den ich kenne, hat eine perverse Vorliebe für diese Stadt. Ich begreife es nicht. Hi. Brauchst du was? Ja, handeln. Dein Geld nehme ich immer gern.
Munition. 11 Millimeter. Gib mir alles, was du hast. Danke. Verkaufen. Ja, nimm den Scheiß Schweißer. Kann ich auch aus Schildbrediger verkaufen. Schön. Dann nimm mal, bitte. Haben wir von irgendwas viel zu viel? Ja, fangen wir einfach mal hier an. Warst du schon? Ja. Ciao. Wenn du noch was findest. Es besteht kein Zweifel, dass Ryujin hier Neon einigen Einfluss besitzt. Was Mr. Ryu wohl dazu sagt? Hi. Schon lange nicht mehr gesehen, alles okay? Muni, du hast safe auch Affiliate. Danke, nehme ich. Und wir verkaufen was Shieldbreaker. Boah, Alter, hat der viel Geld. Boah, hat der so viel Geld. Ciao. Danke. Bedien dich. Achso, wahrscheinlich hat er so viel Geld wegen der Munition, nicht Idiot. Manchmal Stücks frage ich mich, wie mein Leben. So. Hi. Hey, mir ist egal, für wen du arbeitest. Du kannst nicht. Oh, du bist der Neuling, oder? Mhm. Du bist wohl Ranger Price. Wie er leibt und lebt. Der Marshall hat gesagt, du gehst einem Hinweis auf ein gestohlenes Schiff nach. Mhm. Ehrlich gesagt, fließt sehr viel Diebesgut hier durch. Aber die Stadt wahrt ihre Geheimnisse sehr gut. Sogar vor uns. Mhm. Die Menschen in Neon wollen doch bestimmt das Gesetz ehren. Das stimmt nicht. Ich hoffe, ich kann auf deine Hilfe zählen. Wenn du nach den Regeln spielst, kannst du auf meine Hilfe zählen. Wir sind hier nicht in Aquila City. Die Marke ist hier weniger wert. Mhm. Die Leute, die hier das Sagen haben, scheren sich nicht groß ums Gesetz. Mm-mm. Unser Job ist es, den Frieden zu hüten und dafür zu sorgen, dass die Gewalt nicht eskaliert. Mm-hmm. Es kann hier wirklich keiner einen übereifrigen Deputy brauchen, der überall herumschnüffelt. Ich verstehe schon, dass es hier anders läuft, aber widerspricht das nicht der Mission der Freestar Ranger? Richtig. Gesetze und Gerechtigkeit sind keine flexiblen Konzepte. Sie sind absolut. Neulinge. Ist zwar übertrieben, nice. Im Prinzip aber richtig. Das Gesetz sollte nicht aus Bequemlichkeit ignoriert werden. Richtig. Dein gestohlenes Schiff muss im Raumhafen gelandet sein. Wenn es frisch aus der Fabrik kam, ist es sicher aufgefallen. Ich kenne da einen, Billy Clayton. Er macht in der ganzen Stadt Wartungsarbeiten und behält für mich den Schiffsverkehr im Auge. Ich stelle ihn dir vor, aber erwarte keinen Gefallen. In Neon kostet alles etwas, wenn auch nicht immer Credits. Ist dein Informant auch wirklich vertrauenswürdig? Wir sind in Neon. Es gibt keine Garantien. Und wen ich vertrauenswürdig finde, ändert sich täglich. Rede mit ihm oder nicht. Deine Entscheidung. Wow, bist du eine Hilfe. Bring mich zu ihm. Komm. Andrea hat das gefallen. Habt ihr das vorhin gesehen? Das ist halt wichtig. Eigentlich wollte ich halt, ne? Also ihre Beziehung auch zu ballern hat jetzt bis jetzt nicht wirklich gut funktioniert. So, ich bin mal gespannt. Echt beeindruckend, wie du bei dem Bankraub in Aquila City freiwillig mitgeholfen hast. Gell? Ja, ich habe die Berichte alle gelesen. Eins lernt man in Neon schnell. Informiert bleiben und am Leben bleiben gehören zusammen. Echt erstaunlich, dass du keine einzige Geisel verloren hast. Kein Wunder, dass der Marshall dich sofort rekrutieren wollte. Wenn er es nicht getan hätte, hätte er ausgesehen wie ein Idiot. Weil ein unbeschriebenes... Er geht einfach, während er mit mir redet. Unfreundlich, sehr unfreundlich. Wenn hier jemand versuchen würde, eine Bank zu überfallen, würde er sofort abgeknallt werden. Geiseln hin oder her.
Es gibt zwei Dinge, die man in Neon nicht tut. Erstens Bayous Geld anrühren und zweitens Aurora vom Planeten bringen. Das muss ich dir einschärfen, weil mich die Tatsache beunruhigt, dass du Gerechtigkeit für absolut hältst, Deputy. So einfach ist es nie. Gerechtigkeit bedeutet für unterschiedliche Menschen unterschiedliche Dinge. Und Gesetze lassen sich auslegen. Ein Ranger entscheidet mit Urteilsvermögen und Intuition, was für die Menschen am besten ist. Das ist deine Meinung. Daran kann ich mich ja gar nicht erinnern. Ist er das? Hey, ja. Billy, hast du kurz Zeit? Was? Ah, du bist's. Du hast mich erschreckt. Ich dachte, du bist einer von Goodmans Leuten. Weit gefehlt. Unser neuer Deputy hier arbeitet an einem Fall und ich dachte, du kannst vielleicht helfen. Schieß los, Neuling. Hi. Jetzt war kurz ein gestohlenes Hoptech-Schiff gelandet. Ich brauche Infos zum Piloten. Ein gestohlenes Hoptech-Schiff, ja? Tja, es ist so. In Neon gibt es unendlich viele Schiffsdiebe. Ich sehe sie täglich kommen und gehen. Ist ganz schön schwer, die alle auseinanderzuhalten, wisst ihr? In Neon scheint alles einen Preis zu haben. Es könnten Menschen in Gefahr sein. Ja, ich bin einer davon. Oh. Ich kann dir helfen, aber im Moment ist mein Leben in Gefahr, obwohl ich nichts gemacht habe. Freestar Ranger sollen doch die Unschuldigen beschützen, oder? Worauf willst du hinaus? Bitte, hör mir einfach zu, okay? Ich muss wissen, dass auf dich Verlass ist. Das gehört zum Job, ja. Dann musst du dir das anhören. Es geht um meinen Bruder. Er ist gestorben, hatte aber noch Schulden bei einem Syndikat-Kreditteil namens Emmett Goodman. Jetzt will Goodman das Geld von mir eintreiben. Und wenn ich nicht zahle, bin ich tot. Das passiert in Neon bestimmt öfter. Ja, ist auch so. Ja, aber ich hätte nicht gedacht, dass es mich mal erwischt. Ich habe Ärger immer gemieden. Hat aber nichts gebracht. Das ist nicht mein Problem. Ich rede mit dem Kreditteil. Ich schwöre es bei meinen besten Schraubenschlüsseln. Goodman hat sich in einem der Lagerhäuser in Epside verschanzt. Das Lagerhaus ist fest verriegelt, aber es gibt einen Wachmann, der einen Schlüssel hat. Ich bleibe bei Billy, falls Goodmans Eintreiber auftauchen. Die sind nicht so dumm, sich mit mir anzulegen. Beschaffe den Lagerhausschlüssel. Stimmt, wir können ja Taschendiebstahl, das haben wir bis jetzt kaum benutzt. Oh. Wir gehen zum Lagerhaus. So, mal sehen. Ach, wir laufen wieder außen rum, ich sehe schon. Der Elevator. Der Elevator. Ich finde es traurig, dass es hier keine Animation gibt, sondern Loadscreen. Das ist echt traurig. Wo muss ich hin? Ah, okay. Oh, guck mal, die Disciples. Wir speichern ab. Und ich würde sagen, bevor wir hier reingehen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ich danke euch fürs Einschalten und bis zur nächsten Folge.